Willkommen zusammen zu einer weiteren Fahrt im Trains in World 2. Wir befinden uns auf Dresden, auf Dresden Riesa. Und fahren heute mit unserem ICE. Und setzen uns mal in den Führerstand rein mit dem ICE 3. Ich dachte mir, das haben wir jetzt bisher ja auch noch nicht gemacht. Der Hauptschalter ist aus. Ist der Stromabnehmer oben? Nee. Okay, normalerweise ist auch der ICE aufgerüstet. Okay, interessant. Dann gucken wir mal hier, mal kurz zu unserem Schalter hier. SIFA können wir schon mal anmachen, PZB und LZB. Was ist denn hier mit der Batterie an? Ich hoffe, das hat mal geklappt. Die sitzen alle noch im Dunkeln. Das wollen wir aber gleich ändern. So, dann heben wir mal den Stromabnehmer. Ich hoffe, das klappt. Nee, war den Fahrtrichtungswender nach vorne. Jetzt, ja. Stromabnehmer ist oben da hinten. Und jetzt den Hauptschalter ein. Sehr gut, dann machen wir die Türen rechts auf. Wir sind nämlich jetzt schon zu spät. Schalten uns mal den Scheibenwischer an. Scheibenwischergeschwindigkeit gehen wir mal ruhig ein bisschen höher. Hallo, Scheibenwischer? Geht doch. So, dann machen wir uns mal die AFB an. Und gehen mal auf die 40. Wir fahren, unser Zug fährt nach Frankfurt. Also ändern wir mal das Zugziel. Sehr schön. Türen blicken wir mal kurz auf den Bahnsteig drauf. So, dann können wir die Türen zumachen. Schließvorgang eingeleitet. Okay. Dann Spitzensignale auf Normal. Sender brauchen wir nicht. Makrofon testen wir mal. Sehr schön. Hier noch ein bisschen die Anzeigenhelligkeit hoch. Ganz wichtig, die Lounge-Scheiben, damit uns die Fahrgäste nicht zu sehr beobachten. Zugbeleuchtung machen wir an. Bremsen lösen. Und ab geht die wilde Fahrt, die hoffentlich nicht allzu wild ist. So, wir dürfen mit 60 ausfahren. AFB auf 60. So, in Dresden-Neustadt halten wir noch. Ich dachte mir, hier so eine schön verschneite Fahrt im Winter ist ja auch mal ganz angenehm.
Und außerdem sind wir den IC3 schon länger nicht mehr gefahren. Also, warum nicht? Es hat ja doch was sehr Angenehmes an sich. So, ab hier dürfen wir 80 fahren. Natürlich nur, wenn unser gesamter Zug an der Tafel vorbei ist. Was in etwa jetzt der Fall sein könnte. Also hoch mit der AFB auf die 80. Und Dresden-Neustadt haben wir dann in 2 Kilometern. Hier vorne haben wir wieder diese Tabakfirma. Ist ja schön. Und da hinten haben wir die Altstadt von Dresden. Dann nehmen wir mal die Leistung raus und bremsen langsam. Es schneit ja, dann wollen wir es mal nicht herausfordern. Ah, links noch ein Intercity. Jawohl, links die Türen auf. Wow, perfekt. An der Tafel zum Stehen gekommen. 210 Meter, welche Zuglänge haben wir eigentlich? 200 Meter, perfekt. Hier in Dresden-Neustadt. Ach, der Intercity fährt gerade los. Wie? Wir haben Verspätung. So eine Lüge. Sehr schön. So, wir haben noch einen kleinen Augenblick hier in Dresden. Ah, hier haben wir auch dieses, ich weiß gar nicht, wie man dieses Signal hier nennt. Aber das hat man ja, um praktisch an den Bahnsteigen zu signalisieren, dass jetzt hier ein Zug einfährt. Das ist sehr cool, dass das mit verbaut ist. Haben wir das auf den anderen Bahnsteigen auch? Ich glaube schon. Und hier vorne haben wir dann noch 185 mit gesenktem Stromabnehmer. So, Tür zu. Hab schon ordentlich Verspätung. Und auf geht's. Ja, dass hier links die 185 den Stromabnehmer unten hat, das ist ein bereits bekannter Bug, der hoffentlich dann im nächsten Update gefixt wird. Das ist auf jeden Fall, tritt wohl bei einigen Leuten auf. Aber es wird ja
in gar nicht allzu langer Zeit ja das Update kommen, wo ja auch noch die Strecke nach Meißen mit nachgeliefert wird, ausmodelliert wird, was sowieso eine super coole Sache ist, dass das der Fall ist. Und da gibt es dann auch sicherlich einige Änderungen nochmal im Fahrplan. Unter anderem auch mehr Güterverkehr. Das war nämlich das, was ursprünglich geplant war, dass hier viel mehr Güterverkehr auf der Strecke ist. Aber aus nicht ganz bekannten Gründen wurde dann der Güterverkehr doch um einiges weniger als ursprünglich angedacht. So, ab hier die 560 fahren. Also hoch mit der AFB. Und beschleunigen. Wir wollen ja nicht zu abrupt beschleunigen. Die Leute sitzen eventuell im Bordbistro und essen gerade ihre Suppe. Wir wollen ja nicht, dass sich da jetzt jemand verbrennt. Und halten in Riesa in 41 Kilometern. Das Gebäude sieht echt cool aus. Wir werden auch noch mal so eine richtige Nachtfahrt auf jeden Fall machen. Also wirklich, wo es stockduster ist. Man dann schön so diese angenehme Beleuchtung noch mal richtig bewundern kann auf der Strecke. R, das R, wie ich neulich herausgefunden habe, steht gar nicht für Riesa, sondern für Radebeul. Man lernt immer dazu, ne? Ah, und hier rechts, hier wieder die Schmalspurbahn. Oder ist das hier schon? Nee, das ist keine Schmalspur. Oder doch? Ich weiß es nicht. Nee, hier ist die Schmalspurbahn. Genau, hier. Haben uns ja schon mal in einer der vergangenen Folgen etwas näher angeguckt. Ah, keine Ahnung, wofür das steht. Radebeul, nee. Weiß ich nicht, ich kenne mich gar nicht aus da in Ostdeutschland.
Und die Ankündigung auf 130. Ja, ich bin noch da. Wofür steht eigentlich dieses B-Netz? Das habe ich noch gar nicht bisher gesehen. Keine Ahnung. Eigentlich verkehrt ja hier der ICE-T. Aber den gibt es ja nicht im TSW. Oh, dürfen wir doch wieder schneller fahren? Offensichtlich. Ja, den ICE-T, ne? Der ist eigentlich der Zug, der hier auf dieser Strecke super passen würde. Gibt es aber leider noch nicht. Aber so wie es klang in den Streams von DTG zu der Strecke, kann man schon raushören, dass anscheinend auch DTG sehr klar ist, dass hier sich Leute einen ICE-T wünschen. Also ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass irgendwann hier noch ein Add-on für rauskommen wird mit dem ICE-T. Wäre auf jeden Fall sehr cool. Nicht mein Wunsch ICE, ehrlich gesagt. So ein ICE 1 oder 2 hätte ich schon, ehrlich gesagt, etwas lieber. Aber ein ICE-T ist auch eine super Sache. Ne? Bin ich auch noch nie mitgefahren. Ich saß noch nie in einem ICE-T. Und dabei ist das, glaube ich, von sehr, sehr vielen der Zug, der, ich glaube, die meisten Fans hat. So vom Komfort her ist, glaube ich, so ein ICE-T echt nicht schlecht. Ja, auf jeden Fall wäre das sehr, sehr cool, wenn der ICE-T doch kommen würde für den Trains of World. Gut, es gibt viele andere Loks und Strecken und so, die ich mir noch eher wünschen würde. Also sowas wie eine, ja, so eine richtig schöne Altbau-Lok. Eine 110. Ja, eine 110 oder eine 111 mit N-Wagen. Das wäre mal was. Aber gut, okay, das ist natürlich Nahverkehr. Die Frage ist Fernverkehr. Was kann man da sich so wünschen? Ja, die ganzen ICEs kommen natürlich alle in Frage irgendwie, irgendwo. Die würden ja auch auf vielen Strecken, die es schon gibt, auch sehr gut passen. Ne? München-Augsburg, da fahren viele ICEs aller möglichen Baureihen. Auf Hauptstrecke Rhein-Ruhr fahren ICE 1, 2, 3, T. 4. Ob der Velaro D hier fährt, weiß ich nicht. Also auf Hauptstrecke Rhein-Ruhr.
auf Rhein-Ruhr-Osten würde sicherlich, findet man sicherlich auch und die ein oder anderen weiteren ICE-Baureihen. Also von daher, wobei mein absoluter Wunschkandidat für den Fernverkehr ist, wie soll es auch anders sein, eine Baureihe 103. Aber bei der glaube ich ehrlich gesagt nicht so schnell, dass sie kommen wird, weil die 103 einfach eine sehr komplexe Lok ist. Und ich weiß nicht, ob sich da DTG rantraut an die Lok, einfach weil sie viel Arbeitsaufwand braucht, um wirklich gut zu sein. Da glaube ich noch eher, dass Trains in Germany irgendwann die 103 noch bauen wird, auch wenn das sicherlich auch noch in mittelweiter bis weiter Zukunft liegen wird, leider. Aber so ist das halt. Das Spiel entwickelt sich eben über die Jahre. Was glaube ich eher machbar ist für DTG, wäre eine Baureihe 120. Zumal die 120 auch für den Train Sim World, für den Train Simulator ja auch gemacht haben. Da ist sie ja ganz okay. Aber gut, das darf man natürlich nicht als Maßstab nehmen. Die Qualität von deren Lokomotiven im Train Simulator, das ist ja ein massiver Unterschied. Die sind ja massiv schlechter, beziehungsweise im TSW sind einfach die Loks massiv besser als im Train Simulator, was DTG angeht. So, wir dürfen 160 fahren. Aber so eine Baureihe 120 halte ich sogar für vergleichsweise realistisch. Vielleicht kriegen wir dann ja irgendwelche anderen Wagen mit dazu geliefert. Also von jetzt nicht die baugleichen, nochmal die identischen, sondern vielleicht, ja, zweite Klasse Abteilwagen gäbe es ja auch noch. Vielleicht auch so ein altes Interieur. Kennt man ja die erste Klasse mit diesen alten pinken Sitzen. Ein Bordbistro wäre nicht schlecht. Wir werden jetzt übrigens auf die Umgehungsstrecke weitergeleitet. Oder übergeleitet wohl eher. Oder ich meine, das ist doch hier. Genau, also das hier ist halt diese Umgehungsstrecke. Das hier ist die Strecke, wo die Regionalzüge fahren. Und ein Steuerwagen mit dazu. Also Baureihe 120 plus Steuerwagen. Das wäre ja ein absoluter Traum. Ich meine, warum nicht? Es ist ja möglich und sie wissen ja ganz genau, dass das vermutlich gut ankommen würde. Sonst hätten sie es ja nicht für den Train Simulator rausgebracht. Und ich hatte schon bei der Baureihe 101 gesagt, das ist ja mein absoluter Traum im Train Sim World, wenn die irgendwann rauskommt mit den Intercities. Ja, und mittlerweile haben wir sie ja. Hat halt Zeit gedauert, Zeit gebraucht. Oh, wir haben ein haltzeigendes Signal voraus. Was natürlich nicht so cool, wir bremsen mal langsam. Dann müssen wir nicht so abrupt die Bremskurve einhalten, sondern können etwas angenehmer runterbremsen.
Geht jetzt auch ordentlich bergauf. Und wir drücken auf PZB wachsam. So, aufpassen, 500 Hertz Magnet kommt. Okay, jetzt stehen wir erstmal hier. Auf wen warten wir dann? Hier ist ein grünes Signal. Warten wir auf den Zug, der hier langfährt? Und der möchte dann in das Gleis rein. Und dann hier rein. Anscheinend ist dem so, aber wer kommt uns denn? Hier ist doch niemand. Da. Du bist der Verursacher des Übels. Sieht aus wie ein Talent 2 Doppeltraktion. Der hat auch hier vorne grün. Sehen wir ihn schon? Nee. Naja, in den Niederlanden darf der Zug fahren, in Deutschland und in Belgien. Da ist er. Der Schuft. Deinetwegen müssen wir warten. Du bist auch nur ein puffiger Regionalzug. Ach Gott. Was hat sich der Fahrdienstleiter dabei wohl nur gedacht? Ich kann ja mal ganz kurz fragen, ob es den Fahrgästen gut geht. Hallo. Ach, hier ist ja niemand mehr drin. Sind sie alle in Dresden ausgestiegen? Keine Fahrgäste mehr. Wenn wir eh keine Fahrgäste mehr haben, dann können wir auch die Lounge-Scheiben wieder deaktivieren. Oh, perfekt. Dann lösen wir die Bremsen. Haben wir.
und schalten Leistung auf. So, wir werden auch eine Beeinflussung in 2 Kilometern bekommen, also befreie ich mich jetzt mal nicht. Okay, gut. Da hat sich DPZB selbst befreit, dann würde ich sagen, gehen wir mal hoch auf die, ja, 100 km/h ist glaube ich okay. Ne? Aha, ein Zementmischer. Schön, dass die Straßen jetzt auch mittlerweile tatsächlich so aussehen, so nass sind. Ich weiß gar nicht, ob das so in anderen Add-ons bisher so deutlich wurde. Also auf den alten Strecken, ob das auch da so gut ausgearbeitet war, dass wirklich die Straßen auch so nass ausgesehen haben. So, 120 voraus. Und wir haben wieder Halt zu erwarten. Zehn Kilometer noch bis Riesa. Ich hoffe jetzt nicht, dass wir die ganze Zeit diese Stop-and-Go-Fahrt haben. Ich glaube, das Problem ist tatsächlich, dass wir uns zu Beginn die paar Minuten Verspätung eingefangen haben, weshalb das Spiel dann entschieden hat, dass der Talon 2 einfach jetzt, ja, voranfahren darf. Also sind wir da selbst schuld. So, 500 Hertz Magnet ist aktiv und wir bremsen ab und kommen zum Stehen. Ja, und dann warten wir. Ah, hier links das Chemiewerk.
Oh, fliegen wir mal darüber und gucken, ob wir da eine 363 in Action sehen. Ne, da nicht. Ja, auch nicht. Hier auch nicht. Wo, ja, wo ist er denn? Hier fährt doch immer einer rum. Dann ist sie gerade irgendwo auf der Strecke unterwegs. Oder? Oder bist du hier hinten irgendwo? Was jetzt? Ach, wir rufen mal beim Fahrdienstleiter an. Was sagt er? Abgelehnt. Ah. Dann lehnen es halt ab. Können Sie noch mal unseren Zug von außen angucken? Also hier vorne erste Klasse Wagen. Noch einer. Dann haben wir hier den besten aller Wagen, den das Bordbistro. Ich will rein. Ach, wir haben doch ein paar Fahrgäste. Die wollten sich einfach nur nicht nach vorne setzen. So. Bremsen lösen. Und langsam Leistung aufschalten. Was? Oh. Ach. Ja. Klar. Klar. Ich fahre natürlich nicht in der 40er Überwachung. Sondern 25, weil der 500-Hertz-Magnet an war. Das ergibt natürlich Sinn. So, jetzt ist er aus. Gehen wir mal auf 80 km/h. Ich weiß nämlich nicht, ob wir nicht wieder eine Beeinflussung bekommen. Wobei oben rechts im HUD steht nichts von einem kommenden Signal. Also vielleicht können wir tatsächlich doch ein bisschen wieder Gas geben.
Ah, wir haben tatsächlich freie Fahrt. Bin natürlich gespannt, ob die kleine V60 uns noch begegnen wird heute. Und vor allem, ob noch ein Güterzug vorbeikommt, das wäre natürlich auch cool. Warum ist der SIFA-Leuchtmelder an? Hallo? Komisch. So, wir haben weiterhin freie Fahrt, aber an 5 Kilometern beenden wir unsere Fahrt für heute. Und wir haben weiterhin freie Fahrt. Sehr schön. So will ich das haben. Ach, und diese Schienenstoßgeräusche, herrlich. Also richtig nice. Und PZB wachsam. Und wir haben Halt zu erwarten. Und halten dann jetzt hinter dieser Brücke auch in Riesa. Und 20 km/h zu erwarten.
Dann fahren wir jetzt gemächlich mit unseren 20 km/h ein in Riesa, wo wir unsere Fahrt beenden werden. Das habe ich an dieser Stelle schon mal allen, die zuschauen, die zugeschaut haben, dafür danken möchte. Ich hoffe natürlich, dass es Spaß gemacht hat. Wenn es irgendein bestimmtes Szenario, irgendeine bestimmte Lok, irgendeine bestimmte Strecke gibt, die ihr sehr gerne mal sehen wollen würdet, schreibt es mir einfach sehr gerne mal unten in die Kommentare. Vielleicht lässt sich ja irgendwas davon mal machen. Ich bin für solche Vorschläge natürlich immer offen. Und der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. Wir hätten gar nicht so langsam in den Bahnhof einfahren müssen, ne? Also egal. Schön, dass es mittlerweile diese Wartesignale gibt im TSW. Kameras. Schön dieser Detailgrad, ne? Auch hier so diese Lämpchen, die auch schneebedeckt sind. So ein paar Fahrräder. Ah, hier steht noch so ein Gartenzwerg. Da ist unsere 363. Moin Kollege, hallo, ich würde gerne, dann nicht. Dann mache ich die Tür zu. Dann würde ich tatsächlich mal mit diesem Bild mich verabschieden. Ich hoffe, dass es Spaß gemacht hat und ihr wieder beim nächsten Mal mit dabei seid. Macht es gut, tschüss und auf Wiedersehen.